ich bin aus Wüstenwalde und ich mache meine Ausbildung bei der MDI-Firma in Mazaro zur Maurerin. Ich wollte schon mal was Handwerkliches machen und wusste halt noch nie genau was, deshalb habe ich erstmal einen Job im Büro angefangen, was natürlich keinen Spaß gemacht hat. Ich habe halt auch monatelang überlegt, was ich überhaupt machen will, genau im Handwerklichen, und habe mich dann für Maurer entschieden, weil mein Vater macht das auch. Und generell hat mir der Job am besten gefallen, weil ich da auch sagen kann, das habe ich selber geschaffen oder mitgeschaffen, zum Beispiel in einem Haus. Also ich habe schon überlegt, ob ich erstmal eine praktische Erfahrung jetzt sammle mit der Ausbildung und danach vielleicht auch studiere und Bauleiterin werden könnte. Also das ist gerade mein Plan.